Und wo wir das jetzt gerade gesehen haben, ne? Reden wir mal über eine Thematik. Und zwar folgendes. Wir haben ja die letzten Tage oder Wochen wahrscheinlich einige von euch mitgekriegt, dass ich sehr wenig ACC fahre. So wenig, wie es eigentlich menschlich nur geht. Also ich versuche bewusst ACC zu umschiffen. Jetzt wird sich wahrscheinlich der eine oder andere fragen, aber Dizzy, das ist doch eigentlich genau deine Sims, oder? Die fährst du doch schon seit 1000 Stunden. Genau. Und da ist das Problem. Für mich persönlich, und ich sage extra nochmal, für mich persönlich, wenn ich mir so ein Video von Niklas angucke, dann weiß ich immer, oder so ein Jansky-Video, dann weiß ich immer ganz genau, warum ich aktuell keinen ACC fahren möchte. Nach meinem persönlichen Empfinden befindet sich ACC in einem unglaublich katastrophalen Zustand. Die Bob, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich freue mich an der Stelle sehr darauf, dass LFM eine Custom Bob bringt, dass wir nicht immer dieselben 2 oder 3 Autos fahren auf den Strecken in der Woche, damit vielleicht dieser Bob-Tourismus, der überhaupt nicht schlimm ist, und das kann man nachvollziehen, dass Menschen das machen, weil du willst ja nicht immer nur irgendwie hinten fahren, sondern deinem Tempo entsprechend fahren, sich die jeweiligen Autos dafür auch raussuchen und die fahren. Das ändert für mich persönlich aber nichts daran, dass irgendwie die Autos aktuell einfach nur am Rutschen sind. Ich weiß nicht, inwiefern das so sein soll oder das nicht so sein soll. Ich finde es auf jeden Fall katastrophal. Und ich mag auch so nicht fahren. Ich kriege davon wirklich extrem schlechte Laune, wenn ich nur 2 Runden gefahren bin und die Schüssel einfach am Rumrutschen ist und da irgendwie kein Grip vorhanden ist und das wohl der Weg ist, das Auto zu fahren. Wir fahren trotzdem unsere Endorennen, die wir angesetzt haben, und fahren auch weiterhin zwischendurch ACC, aber es ist nicht mehr wie früher, dass wir 6 Tage die Woche ACC fahren, weil das kriege ich nicht auf Reihe, da kriege ich richtig, 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 richtig schlechte Laune. Und um das vorzubeugen, werden wir auch ein paar andere Sachen fahren und auch woanders ein paar Endorennen fahren. Und bevor mir jetzt in den Kommentaren jeder schreibt, ich habe diese Probleme nicht oder ich bin schneller geworden in dem Patch oder du bist nicht das richtige Setup gefahren. Ich freue mich wirklich für jeden, der den Spaß daran nicht verloren hat und der mit dem aktuellen Patch und dem aktuellen Stadium sehr, sehr gut klarkommt. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe Setups ausprobiert, noch und nöcher. Ich habe unterschiedliche Autos ausprobiert. Es macht für mich leider aktuell keinen Unterschied. Also seit 1.9 ist mir persönlich ACC sehr unsympathisch geworden. Ob das am Reifenmodell liegt oder an der Physik oder was auch immer sie jetzt im Hintergrund daran gedreht haben, weiß ich nicht. Es fühlt sich an wie Schlittschuhfahren. Es fühlt sich an, als wenn du die ganze Zeit permanent irgendwie nur über die Vorderachse am Rumschieben bist und nicht um die Kurve kommst. Und sobald du die CC höher drehst, damit dir das Auto nicht wegfliegt, bist du einfach gefühlt so langsam, dass du nirgendwo mehr mitfahren kannst. Und irgendwie ABS fährt man auf 2 neuerdings. Und es ist wirklich sehr, sehr kurios. Und dieser Patch sagt mir nicht so sehr zu. Ich werde das natürlich etwas abwarten und ich gucke mir das auch an. Also wie gesagt, wir fahren ja auch weiter unsere Endorennen, bei denen wir angemeldet sind, unsere Ligen, und schauen mal, wie es da weitergeht. Also falls du in Zukunft dich wundern solltest, warum wir nicht nur ausschließlich ACC fahren die ganze Zeit, das liegt daran. Weil ich habe wirklich keine Lust, mit schlechter Laune zu streamen und maximal Till zu sein. Weil das fetzt nicht. Weil ich möchte Spaß haben. Auch wenn es ein bisschen ernst ist. Nee, Pepperoni Schlumpf, ich denke, es geht vielen so aktuell. Es gibt auch immer noch die Partei, jo, ich finde es mega geil und feiere das total weg. Also die Partei gibt es auch und die findet das auch nicht so schlimm. Aber also in meinem näheren Umkreis hat wirklich aktuell fast gar keiner Lust, ACC zu fahren. Und mit fast gar nicht meine ich so überhaupt gar keiner. Und ich kehre nicht ACC in meinen Rücken, nein. Ich werde das weiterhin beobachten und auch weiterhin fahren. Ich möchte das nur nicht permanent machen, weil ich glaube, das tötet auch einfach den Stream, weil ich unglaublich schlechte Laune davon kriege. Also,
mal so ein Rennen am Tag ist für mich vollkommen fein, so, das reicht für mich aus, aber alles darüber hinaus ist so, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich meine, man kann immer noch ACC fahren, so ist es jetzt nicht. Also ich sag mal so, wenn man das nicht kennt, also von vorher, kann man das immer noch fahren. Es ist auch immer noch ein gutes, ist auch immer noch eine gute Sim. Wenn du aber deine 3000 Stunden gefahren bist und du bist einiges gewohnt, dann ist es für dich erstmal so, okay, nee, so viel zum Thema ACC an der Stelle. Over and out. Tschüss.